Hallo zusammen, hier ist Guido von Bodigera. So, ich mache mal ein kleines Video für alle Freunde und Fans und Leser des Gitarrenmagazins Deutschland. Ich rede jetzt ein bisschen über Akkorde und Tonleiter, die Zusammenhänge. Ihr kennt alle die Pentatonik in der fünften Lage. Bestehend aus den Noten A, C, D, E und G. Dann wiederholt sich das Ganze. Und ihr wisst, dass unser A-Moll-Akkord in der Position sieht so aus. Und ihr seht, allein übers Auge, der ist in der Pentatonik drin. Der besteht aus den Noten A, E, A, dann das C als Mollterz, dann das E, nochmal das A. Das heißt, dieser Akkord besteht aus drei Noten. Ein Dreiklang, das ist die Noten A, C und E. Wieder A, C, E. Jetzt kann man es auch ein bisschen anders sortieren. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, ihr habt hier oben, die oberen drei Seiten ist bereits unser A-Moll. So, wenn ihr das jetzt als Umkehrung spielt, habt ihr oben dieses D-Moll-Voicing mit dem Zeigefinger am achten Bund, habt ihr die nächste Umkehrung. Und dann die Grundstellung hier oben mit dem Zeigefinger am zwölften Bund. Wieder hier unten. Und das ist jetzt das Material, was auch die ganzen Neoklassiker benutzen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, das ist ein A-Moll, das ist ein A-Moll, das ist ein A-Moll, nächster wäre dann wieder der erste, dann könnt ihr auch, wenn die typischen Arpeggios spielen, die ihr im neoklassischen Bereich habt, nun spielt man die häufig halt so, man fängt nicht hier oben an, sondern oft hier oben. Man fängt mit dem C an, dann geht man zum E, dann geht man zum Grundton. Eine andere Möglichkeit, diesen Dreiklang zu verwenden, ist, um einen schnellen Lagenwechsel durchzuführen, und zwar von einer tiefen Lage in eine hohe Lage. Ihr nehmt den ersten Fingersatz, A, C, E, und auch der wird den. Und nochmal, und landet oben auf dem A. Das ist also eine Möglichkeit, wie man anfangen kann, das Griffbrett zu verstehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn man jetzt zum Beispiel in eine andere Musikrichtung geht und man macht aus diesem A-Moll ein A-Moll 7 und beschränkt sich dann darauf, dass ich nur jeden dieser vier unterschiedlichen Noten dann jetzt noch einmal da habe, habe ich dieses Voicing. Und das habt ihr häufig im Latin Rock beispielsweise so. Könnte ich, wenn ich es ein bisschen rockiger machen würde, auch so spielen. So, und wenn ich das dann noch ein bisschen rockiger machen möchte, dann gehe ich so in diesem Hard Rock in den Mittelbereich rein. Es hängt alles mit der Pentatonik zusammen. Ihr habt zwar hier vorne zusätzliche Noten, aber die Pentatonik ist der Rahmen. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar Ideen geben, ja, solange wir noch eingeschlossen sind und nicht viel machen dürfen. Ja, bleibt gesund, ja, und viele Grüße.